Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Friedhof in the Town of Light. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hergekommen sind. Aber wir sind jetzt ja an einem Friedhof angekommen. Und das erste, was ich mache, ich schaue mich erstmal hier um. Das möchte ich gerne machen. Ich will mich hier ein bisschen hier umschauen, bevor wir ins Grab gehen. Ich will mich ja nur umschauen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich noch nicht gefunden habe. Ein paar Erinnerungsstückchen oder so etwas. Man weiß es ja nicht so genau. Aber offenbar war das hier der Garten der Anstalt. Das andere war ja nur so eine Art Treibhaus, glaube ich. So, ne, Gewächshaus war das. Wie komme ich jetzt auf Treibhaus? Das ist wahrscheinlich der Garten. Was ist in der Richtung? Ich wünschte, ich könnte Italienisch. Ich weiß, ein halber Italiener, der kein Italienisch spricht, liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit deutscher Sprache aufgewachsen bin. Upsala. Was ist auf der Seite? Was war das denn? Ein Weinrebenfeld, um den Wein anzubauen. Gerne mal wissen, wie wir hierher gekommen sind. Das würde ich jetzt gerne wissen. René, wo bist du? Gibt es viele Gräber. Ein kaputtes Auto. Wo könnte René sein? Das hier? Woher soll ich wissen, ob es das von Amara ist? Auf diesen Kreuzen steht kein Name. Ich werde nie wissen, wer da begraben ist. Wir müssen doch wissen, in welchem Grab sie liegt. Hier sind keine Namen. Amara gibt es nicht mehr. Vielleicht hat es sie nie gegeben. Ich war selbst ja schon tot. Warum weitermachen? Wir hören jetzt auf. Ich möchte etwas aufschreiben und hinterlassen. Ich möchte mich für den Schmerz entschuldigen, den ich verursacht habe. Alles unbeschriftete Gräber.
schreibe mir jetzt etwas auf. Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Oh, ich habe gerade wieder so eine Gänsehaut, ey. Was aufschreiben. Aber was denn? Ich bin mit so einer Gartenkralle. Das könnte es eventuell sein. Ich hätte gern alles, was ich tat, ungeschehen gemacht. Stattdessen habe ich es wieder getan. Ich habe immer alles falsch gemacht und weitergemacht. Mit der Zerstörung meines Lebens und des Lebens meiner Lieben. Nichts nehmen. Das Gemüse wächst hier ordentlich. Seele, nur Fäulnis und Sünde. Wovon redet sie denn? Mein Leben war ein einziger Fehler. Ich schäme mich so sehr für das, was ich getan habe. Da oben ist noch was. Ich verlor die Beherrschung. Ich konnte nicht mehr aufhören. War Opfer meiner Wut und Begierde. Einer schrecklich schmutzigen Begierde. Ich nehme an, ich muss hier hochlaufen, oder? Mutter, kommen Sie nicht. Ich bitte Sie. Dieser Ort ist das, was ich verdiene. Die einzige Möglichkeit. Aber ich habe nicht genug Mut, um weiterzuleben. Nicht so. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Nicht mit diesem Gefühl der Scham, das mich jeden Tag auffrisst.
sind wir wieder hier. Nicht mit diesem schrecklichen Gefühl, das sich in Angst verwandelt. Nicht so. Ich möchte niemals eine andere Mutter haben. Lassen Sie mich sterben, aber keine Trauer, bitte. Vergessen Sie mich schnell, aber vielleicht... Vielleicht haben Sie mich ja schon längst vergessen. Wie alle. Zum Glück. Denn jetzt hin? Oh, ich habe gerade eine Gänsehaut, ey. Was ich jetzt machen muss. Gänsehaut. Wow. Wo muss ich denn hin? Ich guck mal eben. Die Nummer 3. Ach, hier war ich doch schon mal. Hier auch hochdrehen. Jetzt wüsste, was ich machen muss. Ah.
Am Eingang ist die Aufnahme. Ah. Da gibt es Papier und Stifte zum Schreiben. Da muss ich also hin zur Aufnahme. Dann gehe ich mal dahin. Hier. Ich kann nicht. Kapitel 13. School. Schule. Wir bewegen uns durch die Schule offenbar bis zu einem ganz gewissen Punkt. Will ich ihn jetzt? Oh Gott, wo bin ich? Oh, ist das furchtbar. Don Gino weiß alles. Er spricht mit Gott, der ihm eine Menge Sachen erzählt. Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst mich von innen auf. Keine sichtbaren Spuren. Wenigstens das. Wir müssen also die ganzen Bilder finden, offenbar. Oh Mann. René ist höflich zu Don Gino, aber er macht mir immer Angst. Gar nicht wissen, wie groß dieses Konstrukt hier ist.
Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Warte mal. Warte, hä? Von da bin ich reingegangen, ne? Ist das eine Art Erinnerungskonstrukt? Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Oh mein Gott, das Spiel ist wirklich durch. Das Spiel ist so durch. Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Es ist alles schwarz. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht, oder? Schwester mich hin. Was passiert denn jetzt? Hier ist doch gar keiner. Ich bin komplett alleine hier. Oh, was ist das gerade alles wirklich?
Wo zum Geier bin ich? Mai 1942. Bei der Patientin gab es in der Vergangenheit Anzeichen von Suizidgedanken. Es blieb jedoch bei der Absicht. Gestern hat sie sich eine Schere mit der Spitze in den Bauch gestochen und dabei stark verletzt. Beruhigungsmittel verabreicht, festgebunden und in Einzelzelle verlegt. 10. Mai. Zur Beobachtung in die Abteilung unruhige Geisteskranke verlegt. Isolierzelle, Insulinkur. 25. September. Sie spricht gut auf die Kur an. Sie beantwortet Fragen und erinnert sich an das, was geschehen ist, will aber nichts erklären. Laut ihrer Angabe hat sie Gedächtnislücken. Es fehlen ihr ganze Tage, von denen sie nichts mehr weiß. Sie zeigt sich ängstlich, möchte beruhigt werden. Sie glaubt, monströse Dinge getan zu haben, in der Zeit, an die sie sich nicht mehr erinnert. Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt? Um Gottes Willen, ey. Hätte ich etwa alle 17 Erinnerungen finden müssen? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich würde sagen, ich mache dann hier auch einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.